Wir sind auf dem Peloponnes, stehen hier mit dem Sternchen fast direkt am Strand. Und 50 Meter hinter uns steht dieses Geschoss. Der Känguru-Bus von der Känguru-Familie. Und die gucken wir uns jetzt mal an, was die so machen. Das ist der Känguru-Bus. Ah, sieht schon eindrucksvoll aus. Und da ist die Känguru-Familie. Warte doch mal. Hi. Hallo Uli. Immer Mädels, ihr Mädels zuerst. Hallo Jana, grüß dich. Hi. Hallo Hartmut. Uli, grüß dich. Alte Hütte. Hey, ihr seid die Känguru-Familie? Victoria. Ach, dich. Du bist die? Alter, was hast denn du für ein Outfit an? Meerjungfrau, oder? Bist gerade aus dem Meer gekommen, oder? Ja. Cool. Und wer bist du? Wer seid denn ihr? Ihr seid ja zu dritt. Das ist die Elea. Die Elea und das hier ist der Odin. Der Odin. Und du bist die? Johanna. Du bist die Johanna, okay. Und ihr seid die Känguru-Familie? Wir sind die Känguru-Familie. Erzählt mal. Ich erzähle jetzt. Ich bin, ja, oh Gott. Wir sind die Känguru-Familie. Wir sind als Pflegefamilie unterwegs. Und weil wir den Begriff Pflegefamilie so ganz, ganz schlimm finden, nennen wir uns die Känguru-Familie und sind drei Kinder in unseren Beutel gehüpft und leben jetzt mit uns als Familie. Das sind gar nicht eure Kinder? Nicht, also das sind schon unsere Kinder, aber ich habe sie nicht auf die Welt gebracht. Das ist ja auch praktisch, ne? Super praktisch. Ja. Also wir hatten eine Mama, die uns also leider weggeschickt hat. Okay. Die war halt ein bisschen fies. Naja, die wusste dann auch nicht mehr weiter. Ja. Die hat bis zu einem bestimmten Punkt, konnte die sich gut um euch kümmern. Und dann hat sie uns gebeten, ob wir das dann übernehmen können. Okay, gut. So war das. Dann schauen wir uns mal den Bus an und dann schauen wir uns wieder die Familie an. Machen wir mal so. Erzähl mal deine Geschichte. Wie kommst du auf das schmale Brett auf so ein breites Auto? Oder langes in dem Fall? Das ist eine lange Geschichte. So lang wie das Auto. Okay. Nein. Wir haben vor ein paar Jahren beschlossen, wir wollen auf Reisen gehen. Wir hatten eigentlich das andere Pläne mit Kolumbien. Das hat sich durch Corona zerschlagen. Ja. Dann haben wir gesagt, wir suchen einen Platz in Europa. Und den Platz müssen wir buchstäblich erfahren. Mhm. Ja, so. Die Idee war, wir nehmen alles mit, was wir brauchen und fahren los. Da ist ja noch eine. Ja, wer bist denn du? Ich bin Victoria Rauch. Victoria Rauch, okay. Okay. Ja, und dann haben wir gesagt, wir nehmen alles mit, fahren los. Und wo es uns gefällt, bleiben wir einfach stehen. Gucken, ob es uns nach ein paar Wochen immer noch gefällt. Mhm. Ob es uns nach ein paar Monaten immer noch gefällt. Mhm. Und wenn das so ist, dann bleiben wir da. Cool, super. Ja. Und damit eben alles reinpasst, wir haben ja jetzt inzwischen auch noch ein paar Hunde mehr, die wir hier am Strand aufgelesen haben. Aha. Auch gekängurut. Auch gekängurut, ja. Die Geschichte. Und ja, und wie gesagt, das war das einmal der Platz. Und das andere ist halt, um die Geschichte von unseren Kindern ein bisschen in die Öffentlichkeit rauszutragen, ja, den Fokus drauf zu lenken, haben wir uns halt diese auffällige Form gewählt. Okay. Dass wir gesagt haben, dass über dem Bus das Interesse steht, was steckt dahinter. Okay. Und dass wir damit auch dann mit den Leuten ins Gespräch kommen. Also das heißt, ihr habt so ein bisschen auch so eure soziale Ader, die ihr auch mit den Leuten teilen wollt und auch auf irgendwas hinweisen wollt. Wir wollen, ne, aufklären eigentlich zu diesem Thema, was mit diesen Kindern passiert. Ja. Okay. Ich glaube, diesen Begriff Pflegekinder haben viele schon gehört. Mhm. Aber die haben keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Letztendlich, was sich für ein Leid dahinter verbirgt. Weil es einfach viel zu wenig Mittel gibt, die dafür bereitgestellt werden, ja, mhm, dass die Kinder auch wieder heilen können, letztendlich. Puh, okay. Gehen wir mal erst aufs Blech und dann wieder zu den Kids. Was haben wir denn da für ein Schätzchen? Das ist Also
wie gesagt, das war mal ein amerikanischer Schulbus. Ja. Okay. War auch relativ neu. Also der ist von 2017. Wir haben ihn aus Amerika rüberholen lassen. Mhm. Ja, wir haben uns also, würde ich auch jeden von abraten, das auf eigene Faust zu tun. Ja. Weil die Busse sind halt nicht für Europa gebaut. Ja. Also was auch so Korrosionsschutz betrifft. Und also wir haben extra jemanden drüber geschickt, der dort für uns vor Ort nach dem Bus gesucht hat. Okay, ja. Der hat Allrad? Wir haben ihn also von Haus aus nicht. Wir haben ihn nachträglich umrüsten lassen. Das haben wir auch in den Staaten gemacht. Okay. Bevor er hier rüber importiert worden ist, haben wir ihn drüben mal umbauen lassen auf Allrad. Okay. Ja. Cool. Grund war einmal, wir haben ja hier diesen Hänger hinten am Bus. Ja. Weil auf dem Hänger ist der Jeep drauf, der da vorne steht. Aha, okay, also das habe ich mir nämlich schon gefragt. Ihr seid jetzt zwei Erwachsene mit drei Autos. Ja. Einer muss schizophren sein oder irgendwas, ja. Ne? Nein, es geht ja darum, dass wir dann vor Ort auch, wir kommen ja mit dem Bus nicht in die Städte rein. Yeah. Ja. Dass wir den wirklich stellen können. Und wir sind ja nicht auf Urlaubsreise, sondern wir leben Vollzeit im Bus. Also es ist ja auch notwendig, dass wir flexibel sind. Wir müssen einkaufen, wir müssen mit den Kindern vielleicht nochmal in die Schule, zum Arzt, zum Dreh, wie jetzt hier gerade in Griechenland. Yeah. Wenn man sich integrieren will, dann muss man auch unter die Leute, da muss man auch die Möglichkeit haben, da hinzukommen. Ja. Okay. Okay. Und das hat sich bewährt. Also aus diesem Grunde einmal, dass der Bus den Hänger zieht. Wenn das Auto draufsteht, wiegt der 3,5 Tonnen, der Hänger. Mhm. Damit wird das Ganze noch einmal um ein bisschen länger, ne? Ja, wir haben dann die... Dann habt ihr dann 5 Achse. Die komplette Länge, 18,75. Das, was zulässig ist. 18,75. 18 Zentimeter. Bist du wahnsinnig. Ja. Der Hammer. So. Und der andere Grund, warum auf Allrad, ist eben, um hier, du siehst am Radkasten, dass ja. wir so diese, sagen wir hier, war der Radkasten war vorher hier. Ja, das glaube ich, ja. Die ist dazu geworden. Puh. Ja. Es ist jetzt noch ein bisschen extremer, weil er aufgebockt ist. Ja, ja, okay, normalerweise kommt er weiter runter. Da kommt weiter runter. Aber der Grund war eben, das war hier eigentlich das unterkante Bus. Aha. Und diese Höhe haben wir dazu gewonnen. Aha. Ja, damit wir rund um den Bus die Staukästen einbauen können. Okay. Weil wenn wir das alles im Bus hätten, dann hätten wir keinen Platz mehr zum Wohnen, oder? Ja, ja. Du weißt ja selber, was du alles mitnehmen musst. Ja, ja, ja. Und mit 3 Kindern und 3 Hunden und eine Katze, habe ich gehört, habt ihr auch noch. Ja. Die habe ich aber noch nicht gesehen. Ja, die geht auch nicht raus, die wohnt, okay. Die wohnt hier drin. Aber die Kästen haben sich super bewährt. Ja, das glaube ich. Super, ja. Super. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal rein. Gucken wir mal rein. Noch eine kleine Besonderheit, die Tür ist ja auch nachträglich reingebaut. Okay. Ne? Die hat er ja nicht. Der Bus hat ja normalerweise bloß vorne am Eingangsbereich die Tür. Ja. Aber wir haben unseren Wohnbereich vorne und fanden es als eine gute Idee, wenn die Tür mittig im Bus ist. Ja. Weil der Bereich von den Kindern ist auf dieser Seite. Ja. Zentral die Küche, werden wir gleich sehen. Und vorne ist unser Bereich. Okay, cool. Ja, also wir sind 24 Stunden am Tag zusammen. Ja. Ja. Auf 25 Quadratmeter muss man halt gucken, wie man sich auch ein bisschen Privatsphäre. Tiny House ist jetzt schon eigentlich ganz sportlich, aber halt zu 5 dann wieder, ist dann, hoppala. Ja, was habt ihr, ein bisschen Solar habt ihr auch auf dem Dach, habe ich so gesehen? Ne? Wir haben ein bisschen Solar auf dem Dach, wir haben 20 Paneele. Okay, echt? Ja, 20 Paneele, 150 Watt. Puh, ja, und das sind 6 kW. 3 kW. Ah ja, wenn man es jetzt genau nimmt, ne? Ja. Wieso? Achso, ja doch. Aber 3. Wir haben, ja, 3 kW. Ah. Und wie gesagt, Überlegung war ja auch, wenn wir unseren Platz finden, ist ja nicht gesagt, dass dort alles erschlossen ist, dass wir einen Stromanschluss finden. So haben wir unser Kraftpaket dabei. Ja. Ja, sind natürlich dann auch in unserer Wahl unseres Platzes autarker. Mhm. Das hast du alles selber gebaut? Den Innenausbau habe ich selber gemacht. Okay. Den Außenausbau hatte ich eine Firma beauftragt. Okay. CS Fahrzeugbau aus Neustadt an der Donau. Ja, sagt mir nichts, aber. Ja. Nein, die sind ziemlich fit, was diese amerikanischen Busse betrifft, weil die bauen die aus zu Foodtrucks. Mhm. So,
Und dadurch, dass die Erfahrung hatten, bin ich auf sie zugegangen und habe sie gefragt, könnt ihr uns in diesem Projekt unterstützen? Okay. Und es war eine super Zusammenarbeit. Schön, schön. Das ist gut. Das hören wir immer gern, wenn es gut funktioniert hat. Das hat gut funktioniert. Ja. Komm, dann gucken wir mal rein. Okay. Ich bin schon ganz gespannt. So. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Das sieht nach Küche aus, das die ist etwas größer als unsere. Ja. Da kann man schon toben, ne? Ja. Okay. Super. Zentraler Bereich. Ja. Ja. Möbelbau hast du gemacht? Komplett drin. Okay, jetzt muss man dazu sagen, du bist Messebauer. Ich bin Messebauer. Du kannst schon ein bisschen was in der Richtung, ne? Ja, also hier gab es wirklich keinen Plan dafür. Mhm. Wir haben freie Schnauze angefangen, von hinten nach vorne durchzubauen. Wir hatten eine Idee gehabt, okay, wie es aussehen soll. Der Bus, hier brauchst du einen Zollstock, ja, mit der Wasserwaage brauchst du nicht anfangen. Na, ist klar. Ja, und dann immer, ich sag mal, jeder, der den Messebau sich da ein bisschen auskennt, der weiß, man muss sich immer den Gegebenheiten anpassen. Mhm. Das funktioniert am besten. Na, schöne Beschläge, es passt alles richtig schön zusammen. Ja, das ging so ein bisschen auf. Steampunk war so ja, die Idee gewesen, so ein bisschen dahinter. Ja. Wir sind eine Familie, super, halten zusammen, vergeben und vergessen, super. Ja, schön, hey, Wahnsinn. Ja, dann, also das war die Küche. Das ist, glaube ich, auch noch ein Schätzchen. Ist der echt alt oder auf alt gemacht? Der ist auf alt gemacht. Aha. Ja, also der ist, wenn er vor 2 Jahren eingebaut worden ist, war neu. Es gibt halt Firmen, die sowas noch herstellen. Wir haben auch gezielt danach gesucht. Ist das ein Elektro- oder ein Gasofen? Das ist ein Elektroofen. Elektroofen. Wir haben hier, ich sag mal, oder ich habe immer in Kombinationen, dadurch, dass ich ja nie weiß, geht's Gas alle, habe ich noch Strom. Ja, können wir noch mit Strom machen, weil Strom haben wir genug. Also immer Heizung und Herd und alles Mögliche ist immer kombiniert. Strom, Gas. Ja, 5-Flammen-Herd, da kannst du einen Ochsen grillen. Ne? Und Wok. Mit Wok, ja. Okay, und hier vorne wohnt ihr? Das ist der Fahrerbereich, ja, natürlich unser Wohnbereich. Mhm. Ja. Ich muss dazu sagen, wir nutzen es im Moment wenig, weil bei den Temperaturen das Leben viel draußen statt. Ja. Ja. Ja, es ist abends, was wir viel machen, Spieleabende oder wenn es wirklich mal wettermistig ist, dann sitzen wir hier. Okay. Ja. Das ist so eine Rock'n'Roll-Bank. Aha. Da gibt es im Internet so eine Firma, die nennt sich Bus-OK. Mhm. Ja. Und das Coole an der Bank ist, die ist mit einem Griff an der Liegefläche ausgezogen. Ja, das sieht man hier schon. Ja, das greift dann hier ineinander über. Die Kissen ineinander geformt. Ne? Die ist eigentlich, wird die, glaube ich, in T4s und T3s verbaut. Mhm. Ja. Wichtig war halt, die hat eine TÜV-Zulassung. Also du kriegst dann so eine Bescheinigung mit. Ja. Und der TÜV prüft das auch. Mhm. Weil, also hier wegen den Gurten, dass wir es eben im Prinzip auch während der Fahrt als Sitzfläche, eingetragene Sitzfläche. Mhm. Ja, ja, der klar, Bus hat 6 eingetragene Sitzfläche. Ja. Hier vorne, wo der Sitz ist, hier war ja ursprünglich die Treppe, ja, wo es reinging in den Schulbus. Die Treppe haben wir ja weg, haben wir zugemacht. Und unten drunter ist jetzt unser Gaskasten. Ja. Da sind die Gasflaschen drin. Okay. Und eine Uhr habt ihr auch für Blinde, ne? Die ist schon mächtig. Ja, aber müsste man wieder mal richten. Nein, gut, bleibt egal. Ja, ja. Ja. Und das ist das Cockpit, wo Vater dann fährt, wenn gefahren wird. Genau. Ja, das sieht eigentlich ja noch ziemlich modern aus. Was ist das für ein Baujahr? 2017. 2017? Okay, ja. Das ist brandneu. Der hatte 55.000 Meilen. 55.000 ja, Meilen. Der war eingefahren. Okay. Weil, ich weiß nicht, wer sich damit auskennt, aber der hat einen Cummins-Motor. Ja. Ne, ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut. 220 PS. Mhm. Wir haben ihn ein bisschen nachgepimpt. Mhm. Ja, aber der hat, ich glaube, vielleicht jetzt 250, 300 mhm. PS, keine Ahnung. Reicht. Ja, ihr fahrt ja nicht auf der Flucht, ne? Nein, reicht. Also mit dem Hänger erreicht er locker die 100, also schneller als wir fahren dürften. Ja, okay. Und fährt sich letztendlich, die Größe ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ansonsten
Schön. Schöne Details. Schöne, schöne Lampen. Kellerlampen kosten 6 Euro im Baumarkt. Geil, ja, super. Nachträglich bearbeitet. Ja. Und sehr eindrucksvoll, ich setze mich da mal auf den Fahrersitz kurz. Wenn man dann so in die Flucht guckt, das ist fast wie im Flieger, ne? Ja, da hinten guckst du jetzt durch die Küche durch. Ne? Jana hat ja schon mal kurz angedeutet, die Geschichte von unseren Kindern, wo wir unterwegs sind. Was für die halt wichtig ist, die brauchen einen Rückzugsbereich. Mhm. Ja, da machen wir das auch wirklich hinten, du wirst ja dann sehen, keine offenen Betten. Gehen wir mal nach hinten. Basic. Wenn ich überlege, wir haben 4,11 Meter Länge. Hier ist aber echt, da kann man sich richtig, kann man sich fast verlaufen. So, wo, die Katze. Da siehst du die Katze? Ja, hallo Mizi, wie heißt die denn? Mimi. Mimi, ja, da war ich nah dran mit Mizi, ne? Ja, das ist eine alte Diva. Ich glaube, Johanna wird nichts dagegen haben, dass wir hier mal reinkommen. Ja, das ist jetzt die Koje von der Großen. Das ist die Koje von der Großen mit der Mimi. Ja. Hi Mimi. Oh ja, ist völlig entspannt, ne? Ja, die ist. Die haben wir auch überlegt, wie kriege ich. Es sind ja 4 Kinderbetten. Wir haben jetzt zwar bloß 3 mit, aber wir haben ja gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir noch irgendjemand auflesen. Und ach nee, ja. Ja, das ist immer noch so känguru-mäßig, dass euch noch jemand im Beutel hüpft. Ja. Super. So. Und sag mal, die Betten sind im Prinzip übereinander geschoben. Ja. Ne? Also jeder hat einen großen Kopfteil, wo er sich auch hinsetzen kann. Ja. Ja. Und die Fußteile sind sozusagen ineinander geschoben. Ne? Hier unten hast du das Bett von den unteren. Kann man hier reingucken? Ja, wir können genau. Sieht zwar jetzt ein bisschen wüst aus, aber. Das macht ja nichts. Ja. Ja. Okay, das heißt Füße in den Tunnel. Ja. Ne? Hier und für den Kopf fast hier genug. Hier sind die Füße vom oberen Bett. Ja. Ja, cool. Das hat was wie eine Höhle. Die Kinder fühlen sich. Das hast du aber schon so dann geplant, ne? Das beim Bauen überlegt. Ja, wie kriegt man das hin? Ja, ich habe dann, ich sag mal, auch die Maße zwischen den Fenstern. Ja. Die sind nicht gleich. Du kannst das nicht vorneweg. Du kannst dir ungefähr etwas überlegen. Ich habe mir, sag mal, diese Variante, ich habe im Internet geguckt. Und habe das dann gesehen, dass das auf U-Boden so gebaut wird. Auf U-Boden? Auf U-Boden, weil die haben 3 Betten so übereinander, ineinander geschichtet. Ja. Und da fand ich die Idee ziemlich cool. Das ist gesagt, echt cool, super. Ja. Das siehst du ja auch mit dem Holz hier. Ja. Also, das hat auch, sag mal, einen Grund. Das ist ein weiches Holz. Mhm. Ja. Das ist auch gehackt, das ist eine gehackte Oberfläche. Ja. So. Weil unsere Kinder sind aufgrund ihrer Historie ziemlich wild. Mhm. Ja. Und haben gesagt, bevor wir jetzt hier anfangen mit glatten Oberflächen und alles muss heil und sauber und steril bleiben, wir haben es eher, der Ansatz ist ein anderer, dass ich sozusagen die Geschichte unterwegs und die Erlebnisse der Kinder in dieses Holz einarbeiten. Mhm. Ja, jeder Strich, jede Farbe, jeder Kratzer oder sonst was. Weil das fand ich eher spannend. Ja, das ist interessant, das finde ich schon cool, ja. Ja, du siehst ja auch hier draußen, es ist alles von außen geschraubt mit diesen Dingern. Hat auch einen Grund, dadurch, dass ich den Innenausbau selber gemacht habe, weiß ich natürlich auch, wo hier jedes Kabel, jede Leitung, wo alles lang geht. Ja. Ich komme überall ran. Ja. So, jetzt lassen wir mal den Blick nach hinten schweifen. Der Hartmut hat sich schon ins Hammam begeben. Genau. Dann schauen wir mal, was da abgeht bei Kängurus. Waschmaschine. Ja, ist klar. Bei der Anzahl von Leuten. Schöne Dicke. Okay. Das ist euer Bad. Das ist unser Bad. Genau. Aha. Trockentoilette, Trenntoilette. Ja, Naturehead. Trockentrenn-Komposttoilette. Genau. Weil das heißt, ohne Chemie, das Zeug. Klar. Also, wenn das dann wirklich leer, da sind so Kokosfaserziegel drin.
Mhm. Das wird durchmischt, letztendlich kannst du es verbuddeln, das ist Erde. Ja. Ja. Ja, das ist also funktioniert auch ganz gut. Bei der Menge, die bei euch anfällt, denke ich mal, ist es ja, auch nicht so auch verkehrt. Wir haben noch draußen ein Zelt stehen. Ja, also wir gehen nicht alle hier. Ah, ich sehe schon ein Leichtbauwaschbecken. Das ist versteinertes Holz. Das versteinertes Holz. Gimmick. Das schön. Habe ich im Internet gefunden. Ich dachte, das passt ganz gut rein. Ja, sieht scharf aus. Sieht super aus. Ja. Ich sag mal auch, hier unsere Dusche ist so alles ein bisschen fabrikmäßig. Fabrikstyle. Klasse, ja, genau. Ne? Ja. Und dann die Fenster aus der Kirche geklaut wahrscheinlich, ne? Das ist nur Folie, das haben die Mädels gemacht. Okay. Ja, also hier konnte sich jeder einbringen. Sag mal, Besonderheit, wie gesagt, wir haben hier hinten ja noch diese, siehst ja diese Terrasse rangebaut, wo jetzt der Stuhl drauf steht, das kannst du unter den Bus drunter schieben. Okay, und ja? Das ist eure Duschplattform? Ja, das haben wir gestern mal so ausprobiert. Hier wollen wir zukünftig den Duschschlauch nach draußen legen. Okay. Dass wir hier nicht so viel Wasserdampf hier reinbringen. Mhm. Ja, kennst du das Problem? Okay. Ja, so. Nee, aber es geht ja darum, weil hier geht dann auch noch eine Treppe an der Seite runter. Mhm. Gucken wir mal, ob man das wegkriegt hier. Ah ja. Dass man eben nicht immer durch den ganzen Bus laufen muss. Ja. Aber hauptsächlich ging es darum, weil hier unten drunter ist eine Fußbodenheizung. Wow. Ja, okay. Der Bad hat eine Fußbodenheizung. Mhm. Wir haben Tiere, wir haben Hunde. Ja, Katzenkästchen, auch die Katze hat ihr Klo. Und das ist ja wirklich, wenn so Sauwetter oder irgendwas ist, Hunde, Kinder hier, die gehen dann von hinten in den Bus rein, ziehen sich hier hinten aus, Klamotten aus. Hund kann hier hinten trocknen. Cool. Na, also weil wir haben ja sonst nicht viel, sonst schleppt er alles. Ja, ja, klar. Durch den ganzen Bus. Ja. 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 Und natürlich auch hier die Verriegelung des Bad. Ach, Adolf ist auch da. Mordmäßigen Scheunenriegel. Oh, gut, ja. Da kann man wirklich dicht machen. Ja, schön. Und die Waschmaschine, wie viel Kilo hat die? 3 Kilo. 3 Kilo? Ja. Das ist aber nicht die Deo, oder? Nee, das ist ein anderes Fabrikat. Was ist denn das? Aber was? Finde ich jetzt auch gerade noch raus. Was steht da? Ich habe im Internet geschossen. Ja. Ich fand, sie passt ganz gut rein. Ja. Wir haben ja, sagen wir mal, eine kleine Besonderheit. Wir haben ja hier einen 80 Liter Wasserboiler drin. 80 Liter? Ja, okay. aus dem Bootsbau kommt der. Und den haben wir in den Motorkühlkreislauf verbaut. Also der wird, sag ich mal, den kannst du mit Gas heizen, den kannst du elektrisch heizen. Oder was die beste Variante ist, während der Fahrt geht der Motorkühlkreislauf durch den Boiler durch und heizt den auf 80 Kilo auf. Cool. Weil hier hinten war die vorletzte Sitzbank. Der Bus hatte ja 80 für 80 Schüler Sitzbänke gehabt. Und unter dieser Sitzbank war die Zusatzheizung für den Fahrgastraum. Aha. Da lagen die Schläuche und lagen schon alles da. Ne? Und die haben wir natürlich dann genutzt und haben die Heizung raus und haben dann sozusagen den Motorkühlkreislauf durch den Boiler durchlaufen lassen. Ne? Und dann haben wir noch eins draufgesetzt, haben nach dem Boiler ein Mischventil eingebaut. Dass das Wasser, was rauskommt, kommt mit 35 Grad raus und geht direkt in die Waschmaschine rein. Also du musst die Heizung, die Waschmaschine nicht heizen, die kann während der Fahrt, die muss nur noch drehen. Cool. Ne, und spart Strom. Ja, schön. Also aus den Abwärme-Abfallprodukten, was hier während der Fahrt anfällt, versucht es bestmöglich zu nutzen. Sehr eindrucksvoll, wenn der Gang so allein, das ist es schon völlig abgespaced. Ja. Wie sieht es denn mit der Technik aus? Was hast du denn an Elektrik und so weiter verbaut? Also hier ist unser Technikraum, natürlich ist zugestellt, wunderbar. Macht ja nichts. Ja. Leerraum muss für Stauraum genutzt werden. Aha. Victron Multiplus. Sehr gut. Oh, das sieht also sehr ordentlich aus. Ja, muss ich wieder sagen, die Firma CS Fahrzeugbau. Also ich habe die Elektrik nicht selber gemacht. Die haben das komplette Paket reingebaut. Okay. Ja, wir haben ja hier drin 220 Volt. Ja, ist also klar. Dadurch, dass wir genau zur Verfügung haben. Und das sind die Batterien. Was ist denn das? Also jede Batterie sind 3 Batterien,
Jeder hat eine Speicherkapazität von 3 kW. Also wir haben hier Batteriespeicher 9 kW. 9 kW. Ja. Das ist und wir üppig. Kommen, ja, der wird jetzt bei dem Wetter, kriegen wir gar nicht leer. Ja. Ja, weil ich sag mal, über Nacht gehen wir runter bis auf 70%, ungefähr 60%, wenn wir einen Backofen abends anhaben. Mhm. So, das heißt, da sind 4 kW raus, die sind bis Mittag wieder drinne. Mhm. Ja. Und dann läuft er sowieso den Rest des Tages, nimmt er sich den Strom direkt von den Panels oben. Okay. Ja. Wir sind mal wieder bei 99%. Ja, wir sind voll, darum lädt er. Also normalerweise wird jetzt hier so 1600, 1700 Watt Ladestrom. Ja. Ja. Da wir aber voll sind. Ja klar, kommt nichts mehr. Kommt nichts mehr, fährt er runter. Ja. Ja, das ist das, was wir hier momentan verbrauchen. Ja. Und das wäre, wenn jetzt hier, wenn wir hier am Landstrom angesteckt wären. Ja. Ja. Sehr schön. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Wir haben 4 hydraulische Hubstützen unterm Bus. Aha. Und weil es ist ja ziemlich unwahrscheinlich, dass du bei dieser Größe immer irgendwo eine ebene Fläche findest. Ja. Ja. Das war, also da haben wir wirklich richtig Geld investiert, aber das lohnt sich auf alle Fälle. Dass der hier auf Knopfdruck nivelliert sich der Bus in Waage. Sehr gut. Ne, und pumpt sich hoch. Und gerade wenn du länger stehst, willst du ja nicht. Ja, klar. So. Ja, und dann das hinten das Übliche ist Tankheizung. Mhm. Das ist die Dieselheizung, die wir haben. Mhm. Ja. Würde ich vielleicht das nächste Mal anders machen. Okay. Ja, weil was ich damals bei der Überlegung auf Dieselheizung nicht bedacht habe, die macht mörderisch Krach. Ja, solche gibt es. Weißt du, was das für eine ist? Ich kann dir das Fabrikat nicht sagen. Ist irgendwas Russisches. Ja. Ja, weil ich habe was gesucht. Du siehst ja, der Bus hat viele Fenster. Ja. Wir haben es auch mit dem Dämmen des Busses nicht übertrieben, weil also es macht ja wenig Sinn, wenn du hier 26 Fenster mit Einscheibenglas hast. Ja. Ja, dann kannst du die Decke und Fußboden dämmen, wie du willst. Und wie funktioniert das mit den Einscheiben? Ich meine, da hast du ja wahrscheinlich permanent Schwitzwasser dran, oder? Nee, es hält sich. Ja? Wir lüften wirklich also viel. Ja. Ja. Ich sag mal, unser Plan ist es eh nicht, jetzt so in die kalte Region zu fahren. Ja, unsere auch nicht. Und ansonsten, oder guck mal, da oben, auch das Schwitzwasser, es ist hier eigentlich ständig ein Fenster auf. Mhm. Wir haben eine ziemlich kleine Klimaanlage, die da übrigens ist. Ja. Ja, also selbst wo wir letztes Jahr in Spanien waren, wir haben sie noch nie gebraucht. Mhm. Selbst bei 40 Grad. Mhm. Weil, merkst du was, wenn du hier drin stehst? Ja, es kachelt durch, ne? Es zieht. Ja. 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 Du, aufgrund der Länge des Busses, wir machen vorne Fenster auf, wir machen hinten Fenster auf. Das ist ein Horizontalkamin, ne? Ja, und es funktioniert. Ja. Es funktioniert wunderbar. Ja, also okay. Das ist wirklich nur als Reserve, falls es nachts mal so heiß sein sollte, dass man nicht schlafen kann. Ja. Dafür ist es eigentlich gedacht. Weil unsere Überlegung war auch, auf die Klimaanlage so gut wie ganz zu verzichten, sondern dass es viel sinnvoller ist, dass man sich an die Wärme gewöhnt, wenn man das Land fährt. Mhm. Ja. Dauert vielleicht 1-2 Wochen, aber danach ist es angenehm, weil wenn man immer die Klimaanlage im Wohnmobil laufen hat, dann geht immer wieder in das Kalte rein. Und ja. Ich glaube, dann gewöhnst du dich wahrscheinlich nie dran. Ja. Ja, dann hast du immer, du gehst raus, guck mal, wenn du es hier drin runterkühlst auf 18 Grad und gehst raus dann in 40 Grad, dann denkst du jedes Mal. Ja, das hält's nicht aus, du bist ja nur krank. Ne? Genau. So. Und hier mit dem Durchzug funktioniert wunderbar. Ja. Ja, und wie gesagt, wir haben oben 20 Panels auf dem Dach, 3000 Watt. Okay. Habe ich auch überlegt, weil ich wollte hier nicht eine große Aufständerung machen und habe dann bei Tiger Expat, bei der Firma Tiger Expat, diese Panels gefunden, okay. Ja, weil die hatten Panels, die sind 1,50 Meter lang und nur 50 breit. Mhm. Ja, und so, und das war wunderbar. Und so konnten wir die immer 4 nebeneinander so über das Dach mit der Tonne mitgehen. Okay. Ja. Wir haben die Panels in der Mitte geteilt, also es gibt 2 Kreise, einen auf der Seite, einen auf der Seite. Und das hat den Vorteil, ein Kreis steht immer, egal wie rum der Bus steht, immer in der Sonne. Immer in der Sonne. Ja, ja, cool. Und so. Und dadurch brauchen wir nicht groß Unterkonstruktionen, Aufständern und
Also das funktioniert auch. Das waren so Spielereien, haben wir gesagt, das müssen wir natürlich testen, wenn wir dann unterwegs sind, ob das eine ist Theorie, wie man sich das vorstellt. Aber wir haben bis jetzt, wir sind jetzt über ein Jahr unterwegs und haben jetzt ehrlich gesagt noch nicht viel gefunden, was wir anders machen müssen. Sure. So muss es sein, ja. Ja, cool. Also es hat sich vieles bewährt. Sehr schön. Und das, den ganzen Innenausbau, den hast du jetzt, wie gesagt, den Holzbau selber gemacht? Ja, also da sind zum einen viele Erfahrungen natürlich aus dem Messebau, weil du musst live bauen im Messebau. Ja, du hast zwar Pläne, aber letztendlich, du weißt nicht, du kommst in eine Messehalle, du kannst nicht vorher in das Land fliegen, dir die Messehalle angucken, sondern ja. Du hast eine Idee, einen Stand, der ist vorbereitet und dann fängst du vor Ort an, anzupacken. Und dann gibt es ja noch was ganz Witziges. Ja, ich habe mich ja, bevor es hier der Bus wurde, vor vielen Jahren schon angefangen damit zu befassen. Mhm. Ich hatte eigentlich so eine Idee gehabt, so ein Expeditionsmobil mit einem Koffer drauf. Mhm. Und bin vor 10, 11 Jahren über dein Buch gestolpert. Ja, und habe es auch gekauft. Schön. Ich hab's, das waren wirklich die Anfänge, wo ich gesagt habe, das ist ja nicht eine Idee, die du hast und fängst nächsten Tag an. Ja, ja, klar. Sondern du trägst Informationen zusammen. Ich habe dann im Internet geguckt, wo kriege ich Ausbautipps her, Informationen. Mhm. Ja, und bin über dein Buch gestolpert. Schön. Und ist natürlich witzig, dass wir uns jetzt so lang später hier nebeneinander stehen. Ja, aber wirklich. In Griechenland. Also das ist schon eine lustige Geschichte. Ja, schön. Super. Achso, noch eine Besonderheit. Wenn das jemand sieht und einen amerikanischen Schulbus baut, erhalte diese Decke, diese Blechdecke. Ja. Ich habe es in vielen... das Blech, ja? Ja, diese Blechdecke. Ich habe es in vielen Ausbauten gesehen. Sieht natürlich toll aus. Die machen sich dann eine Holzdecke rein. Mhm. Ja? Wir haben es eigentlich gelassen, um die maximale Stehhöhe zu erhalten. Ja, also der Bus ist auch von unten gedämmt. Ich habe Styroporplatten von unten rangeklebt, also haben unten 2-3 Zentimeter gespart, oben 2-3 Zentimeter. Macht in Summe, sagen wir mal, so viel, was wir hier nicht aufgetragen haben. Okay. Aber was sich dann im Nachhinein dann als Segen herausgestellt hat, du siehst, ich habe hier überall Magnete. Achso, das sind Magnete? Das sind Magnete, ja. So. Achso, die sind aber angeschraubt. Die sind angeschraubt. So, okay. Die sind genutzt. Ja. Also wir haben hier nicht irgendwelche Gasdämpfer oder irgendwas drin, sondern funktioniert das alles magnetisch. Und wenn wir auch irgendwas brauchen, Handtuch, wenn du hier vorne mal in den Raum guckst, wir hängen eigentlich alles einfach an die Decke. Ah, das ist alles mit Magneten einfach dahin gebobbt. Du kannst überall im Bus die Sachen an die Decke hängen, wo du es brauchst, wenn es im Weg ist. Ja. Also ich empfinde es im Nachhinein als einen riesen Vorteil. Ja, muss ich mal gucken, ob ich nicht Alumagnete finde, ne? Damit könnte ich genauso machen. Ja. Tue ich mir wahrscheinlich ein bisschen schwer, ne? Nein, man verschenkt eigentlich was schon da ist, ja. Eine stylische Arbeitsplatte mit den Fließchen da. Ja, das ist Marokko-Style. Marokko-Style, aber ich habe lange gesucht, wo kriege ich solche Fliesen her? Mhm. Und dann das naheliegendste Baumarkt. Im Baumarkt. Ja, aber da findet man schon einiges. Nicht, kann man es auch sagen, Hornbach-Baumarkt. Mhm. Muss man im Internet gucken, muss man bestellen. Also sag mal, vor Ort findest du das nicht. Mhm. Aber lassen sich super verlegen. Ne? Und ja. Wir haben es für die Arbeitsplatten, wir haben es für den Fußboden und da reißt nichts auf. Die sind ja alles auf so einem Netz. Ja, klar. So, der Bus natürlich beim Fahren, der verwindet sich, der wickelt. Aber hier sind noch keine Fugen aufgerissen. Hardcore-Design. Ne? Alle 10 cm eine Schraube rein, damit es dann wirklich hält. Edelstahlschiene, 2 mm. Ja, das ist Steampunk. Ja, wow, das ist natürlich, cool. Das hätte bestimmt die Hälfte gereicht. Ach, mindestens. Ja. Ich muss sagen, die Idee, wir haben vor vielen Jahren für die Games Convention gebaut, die sich Spiele messen. Ja. Ne? Und dort haben wir eben auch, das waren die schönsten Aufträge, wenn wir dort so für die Adventure-Spiele so diese alten Fabrikhallen, dort konnten wir uns richtig austoben. Ja. Wir wirklich mit alten Wellblech, alten Tonnen, verrosteten Stahlträgern so in die Messehalle so alte Fabrikhallen reingebaut. Mhm. Ne? Und cool. Daher stand das so ein bisschen. Ja, das sieht schon urig aus. Ja. Das ist super. Hier, das ist auch noch was drunter, das ist jetzt nur Deko. Ich mache das nicht auf, ich hol's mal raus. Ah. Hier haben wir unsere Kühlschrank-Kühltruhe. Ja.
Okay, das sind aber auch dann etwas größer ausgefallen, ne? Ja, aber weil ich wollte nicht so einen Klotz hier drin stehen haben. Ja. Wichtiger war für uns die Arbeitsfläche. Okay. Und die Idee ist dahinter, wenn man Großeinkauf ist, kommt alles in die Tiefkühltruhe. Mhm. Und dann in peu à peu, wenn du weißt, was du nächste Morgen oder übermorgen brauchst, wird dann rumgeladen in den Kühlschrank. Okay. Ja, und dann hast du eben auch die Sachen länger, wenn. Und es funktioniert, verbraucht auch nicht allzu viel Strom. Super. So, ich werf mal hier noch einen Blick auf das Solarkraftwerk. 3 kW auf dem Dach, aber bei so viel Dach ist das ja kein Wunder, ne? Ja, eine Hecki-Dachluken, die hat zwar schon zerbröselt da hinten. Ja, die ist schon neu da, aber die ist noch dicht. Ich warte noch so lange, bis es reinregnet. Ja. Satzschüssel habt ihr auch, okay. Ja, war leider noch, was heißt leider, wir haben sie noch nie in Betrieb gehabt. Ja, ihr fahrt auch in die Ferne, um sie zu sehen, ne? So wie wir auch. Ja. Genauso wie die Klimaanlage. Und dann sehe ich hier gerade, das sind ja Markisen hier, ne? Ja. Puh, die sind ja aber, das ist ja, wie lange sind die? Das sind nur 2 Stück. Also wir haben insgesamt auf beiden Seiten jeweils 2 Stück. Ja. Ja. Die, wo du jetzt bist, die. Ups. Ja, halt mal bitte die Leiter. Ja. Gut, ich mach mal kurz. Jetzt geht wieder. Okay. Das ist eine Markise. Ja, also die, wir haben auf beiden Seiten Markisen. Ja. Also hier auf der Seite, die ist 6 Meter, die hintere ist 4 Meter. Okay. Und auf der anderen beiden, auf der anderen Seite sind 2 5 Meter. Okay. Ja, hier haben wir es so gestückelt, damit, weil wir hätten sonst die Mitte genau in der Tür gehabt. Mhm. Ja, damit das wirklich über der Tür. Ja, das offen, macht Sinn. Das offen ist, bleibt ja. Oder sowas. Und da haben wir auch lange gesucht, die da auch in dieser Farbe zu bekommen, ja. Dass das so zum Gesamtdesign, zum Bus passt und sind dann hier bei Camping Wagner sind wir fündig geworden. Ach, Camping Wagner, okay. Ja. Das war gerade zu der Zeit, wo noch Corona gerade vorbei war und es gab keine Markisen mehr im Markt. Echt? Na ja, gut, da hat es natürlich geboomt ohne Ende überall. Es war, es war auch von den Lieferzeiten, die hatten alle, aber er konnte liefern. Super, ja. Camping Wagner unterstützt mich bei meinen Webinaren. Ah, okay. Deswegen kenne ich die auch alle gut. Und da habt ihr jetzt voll, quasi, ihr könnt voll beschatten auf beiden Seiten. Wir können auf beiden Seiten jeweils 3 Meter rausfahren. Ja. Ja, wenn man jetzt wirklich steht, dann hätte man, sagen wir, dann hat der Bus, weil wie gesagt, Messebau, wir wollen sie auch ein bisschen als Promotion-Mobil einsetzen. Ja, auch ja. Unser Thema, sag ich mal, nicht zu vermarkten, aber darüber zu berichten, dass man fährt, ne, dass man dann auch kleine Events machen kann. Und was eben auch eine andere Überlegung war, ich hatte ja drinnen schon gesagt, mit dem Durchzug, um die Wärme rauszukriegen, aber wir hatten auch die Überlegung, gar nicht erst so viel Wärme reinkommen zu lassen. Und wenn man jetzt wirklich in der prallen Sonne steht, dann kann ich eben über alle Fenster die Markise einen halben Meter rausfahren, dass die Fenster alle beschattet sind. Ja. Und das macht natürlich extrem viel aus. Ja, das ist klar. Ja. Ja, das ist sehr durchdacht. Dann hast du noch die Beleuchtung, die ist auch an den Markisen dran. Ja. Ja, also, dass wenn man jetzt wirklich mal frei steht, irgendwo in der Pampa, wir haben rundherum hier oben sind auch noch Scheinwerfer, also dann kann man den Bus dann auch nach allen Seiten beleuchten. Na, wenn ihr jetzt wirklich mal irgendwas hört, ist da jemand draußen oder so. Also nach vorne sind Fluter, nach hinten Fluter hier an der Seite. Johanna, erzähl mal, wie ist denn das? Wie lang lebt ihr jetzt im Bus? Ich glaube, seit einem Jahr. Ja. Okay. Ich kann auch aufstehen. Nö, bleib ruhig sitzen. Okay. Der Hund steht auch nicht auf, deswegen. Ich komme ein bisschen runter zu dir. Und wie ist das? Ist das cool oder ist das irgendwie langweilig? Ich würde sagen, anfangs war ich sehr gegen die Reise. Echt? Ja. Okay. Weil halt Veränderungen, dann jetzt das Gewohnte verlassen, zu Hause, Freunde, das... Ja, ist klar. Nicht so cool, vor allem wenn man ein Teenager ist, da sagt man nicht, ja Mann, ich lasse jetzt alles los, was ich mir aufgebaut habe, sage ich jetzt mal so. Aber jetzt bin ich wirklich, wirklich froh, dass wir auf Reisen sind. Bin ein bisschen traurig, dass wir jetzt hier stehen bleiben, weil ich auch gerne noch mehr sehen würde. Aber allem bin ich sehr dankbar und froh. Das ist schön. Das merkt man auch. Ich glaube, der Odin sieht das genauso, hä, Odin? Der hat jetzt auch ein neues Zuhause gefunden. Tja, in eurem Beutel ist anscheinend viel Platz, ne? Ja.
Okay, da kommen wir dann gleich nochmal drauf auf das Thema Beutel. Ich sag mal, gucken wir uns mal die Plattform hinten an. Zum Bus haben wir, glaube ich, alles. Duschplattform ist auch eine super Idee. Also echt cool. Habt ihr richtig, richtig toll gemacht und ist, muss man schon sagen, ziemlich einzigartig. Jetzt ist die Stempel nochmal drunter, ne? Ja, genau. Das sind die Stützen. Okay. Ja. Und also der muss jetzt dann schon bitte auch in meine Galerie, ne? Ja, wenn du Platz hast für die Größe. Ja, mach dir da mal keine Sorgen. Also das passt schon. Ja. Da würde ich mich freuen, wenn du den noch in meine Fahrzeuggalerie packst, weil da sind jetzt schon über 800 Autos drin, aber so eins noch nicht. Ne? Dann wird es der erste sein. Genau, der erste Känguru-Bus. Wunderbar. Alles klar. Du, erstmal danke zum Thema Bus. Bitte. Und dann hören wir gleich nochmal was von der Jana zum Thema Familie. Okay. Ja. Jetzt kriege ich noch den Homemade Eierlikör mit Uso. Alter Vater, da bin ich jetzt aber aufgeregt. Komm, kipp mal rein, dass man mal die Konsistenz sieht. Das ist, oh, das ist aber Getriebeöl, 8 W80, ne? So. Ich muss ja ehrlich sagen, ich konnte es mir. 30 W80, schätze ich, ne? Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ja. Also die Jana hat ihn mir dann irgendwie heimlich untergebuchtet als normalen Eierlikör. Ja, du Armer, ne? Haben sie dich wieder dran gekriegt, oder? Ja, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass das mit Uso schmeckt. Ja, also ich bin jetzt auch mal gespannt. Lasst uns mal reinhauen, ne? Ja. Jana? Jamas! Jamas, Hartmut! Sau lecker. Das ist lecker. Hey, geil! Oh! Kann man machen, ne? Genau. So, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen was über die Känguru-Familie hören. Da lassen wir mal die Mutti zu Wort kommen. Genau, Jana, die Känguru-Mutti. Die Känguru-Mutti, die mit dem großen Beutel. Genau. Ja. Erzähl mal, ihr habt ja jetzt nicht nur ein geiles Auto, sondern eigentlich auch ein noch geileres Projekt. Mhm. Erzähl mal 2, 3 Sätze, was genau bezweckt ihr mit dem Auto, genau, und mit eurem ganzen, ja, Setup? Also wir sind eine Adoptiv- und Pflegefamilie. Das, okay, heißt, wir haben ein Adoptivkind dabei und Pflegekinder dabei. Und da wir diesen Begriff Pflegefamilie ganz furchtbar finden, ist der Begriff der Känguru-Familie geboren worden, aus dem Spanischen heraus. Weil in Spanien sagt man Känguru-Familie. Und das haben wir uns so adaptiert sozusagen und haben gedacht, Känguru-Familie klingt ja viel netter. Und wir sagen immer, uns sind verschiedene Kinder aus verschiedenen Richtungen zu verschiedenen Zeiten in den Beutel gesprungen. Cool. Genau. Und wir möchten einfach mit unserem sehr auffälligen Bus auf das Thema aufmerksam machen, weil es einfach so viele Kinder noch gibt, die es schwer haben, die in Familien leben, wo es denen nicht so gut geht. Und es gibt ganz viele Pflegefamilien, die Tag für Tag ihr Bestes geben und unserer Meinung nach wenig Unterstützung erfahren oder zu wenig Unterstützung und Aufmerksamkeit erfahren. Und deswegen der gelbe Bus und deswegen wir. Und wir sind auf der Suche nach einem Ort, wo wir bleiben können. Okay. Und dort einen Ort zu schaffen, wo sich andere Pflegefamilien, Adoptivfamilien, Familien mal ein bisschen Erholung und Auszeit gönnen können und wo auch die Eltern mal wieder ein bisschen Zeit für sich haben und die Kinder gut betreut sind. Genau, also wo wir im Prinzip das weitergeben, was wir mit unseren Kindern erleben dürfen, nämlich so dieses Freie, dieses mal eine andere Energie zu haben, mal an einem anderen Ort zu sein, wo jetzt vielleicht nicht alle unbedingt was über die Geschichte wissen, als dort einfach mal ein Stück Auszeit zu haben. Okay, genau. Also im Prinzip ein kleines Ressort für Pflegefamilien, genau, mit Pflegekindern, genau, dass die auch mal außerhalb vom, ja, vom Alltag irgendwie zusammenwachsen können und, genau, und auch mal entspannen können. Ja, genau. Weil sonst geht ja vieles auch im Alltag so unter. Ne? Die Pflegeeltern gehen arbeiten, die Familienmitglieder leben ihren Alltag.
Und da bleibt halt wenig Zeit, um mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen und zur Besinnung zu kommen und mal gut ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch mal mit anderen Pflegeeltern mal in Ruhe zu sprechen und in Austausch zu gehen und mal so eine Idee zu entwickeln. Ach, wir sind nicht so alleine und es gibt auch noch anderen, die, sag ich mal, das viele ähnliche Themen haben. Ja. Ja, echt schön. Und die Johanna ist euer Adoptivkind? Genau. Die Große. Ja. Die Große ist Adoptivkind. Okay, das haben wir auch erst lernen müssen, der Unterschied zwischen Pflegekind und Adoptivkind. Und ihn hast du auch adoptiert, ne? Nein, nein, wir rocken das sozusagen ja. Zusammen. Wir stimmen zusammen. Ja, finde ich aber echt toll. Finde ich klasse, euer Projekt. Ja. Ja, vielleicht sieht das Video ja irgendjemand und sagt, Mensch, das ist eine gute Idee, gutes Thema. Gibt es vielleicht Unterstützung in irgendeiner Form? Da würde ich mich sehr freuen, ja. Also Unterstützung jeglicher Art, was uns freuen würde, einfach das weit in die Welt zu tragen, darüber zu reden, zu hören. Es geht es nicht darum, dass jeder eine Pflegefamilie werden soll, sondern einfach, dass es bewusster wird, dass es mehr ins Gedächtnis kommt und dass vielleicht Menschen, die eine Idee haben, sagen, oh, da würde ich gerne einfach ein bisschen Unterstützung leisten, sich bei uns melden. Und das wäre super toll, ja. Super, ja. Dann werden wir versuchen, das ein kleines bisschen in die Welt zu tragen. Ja. Und schauen wir mal, ob uns das gelingt und dann sagt er uns, ob das funktioniert hat. Also ich finde es ganz toll, was ihr macht, auch jetzt einfach so die Hunde mit aufnehmen und alles, was sich gerade bei euch aufdrängt, ne, wird dann einfach mit in den Beutel gepackt. Und ja, ich glaube, ihr habt ein großes Herz für Menschen und für Tiere. Mhm. Und das ist schon mal... Was? Wir beschützen uns ja auch. Ja, genau. Okay, in diesem Sinne, euch dreien, euch fünfen, euch mit den Hunden nochmal drei, sind es dann acht. Und die Katz. Und die Katz haben wir auch kennengelernt, ja. Ja, ja, die ist auch mit verewigt auf dem Film. Sehr schön. Euch vielen herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht, eure Geschichte zu hören, zu verdauen. Und gucken wir mal, dass wir es ein bisschen in die Welt tragen. Danke dir. Gerne, gerne. Tschüss. Tschüss.